Das coolste im Motorsport ist einmal sicher mit Abstand die vielen Fans, die auf der Strecke stehen und uns da anjubeln. Das ist das coolste im Motorsport. Das beeindruckendste, geilste war mit Abstand Gossendorf 2017. Da habe ich erstmals die Königsklasse gewonnen. Das war für mich das Größte, dass ich da an Felix Beidler und Co. hinter mir lassen habe können. Es war wirklich ein harter Kampf. Wir waren zwei Punkte voneinander und im letzten Rennen habe ich das für unser Team entschieden und das war eines meiner Highlights im Motorsport. Richtig, ja. Also wir haben da den kompletten Cup. Deshalb fahren wir euch in der Bergrallye die Startnummer 1 heuer. Das war das Schönste für mich. Nein, eigentlich unter Druck setzt mir das gar nicht. Das ist einfach schön zu wissen, dass wir, wenn wir das Auto bauen, selbst konstruieren, wir machen das alles selber, dass das einfach aufgeht in den nächtelangen Stunden, was ich mit meinem Team da verbringe dabei, dass das einfach aufgeht, dass wir das wirklich alles selber machen und dass das dann eigentlich der Erfolg, das ist schön. Genau, das ist der Lohn für mich und für mein ganzes Team und für die Familie natürlich. Ne? Bergrallye fahre ich jetzt das seit 16 Jahren, also ich habe jetzt die 16. Saison angestrebt. Da eigentlich ist richtig losgegangen, ich bin vorher diverse Eisrennen sind wir gefahren. Was haben wir noch gefahren? Kleines Slalom, solche Sachen, aber richtig Motorsport machen wir jetzt eigentlich seit 16 Jahren ununterbrochen. Ja. Wie habe ich die Liebe dazu entdeckt für den Motorsport? Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, also ich habe daheim überhaupt nichts zu tun gehabt mit schnellen Autos oder sonst irgendwas. Mein Vater überhaupt nicht, also ich bin eigentlich durch einen guten Freund dazugekommen, der damals so einen Mazda 323 Turbo gehabt hat. Ich habe auch immer schnelle Autos gehabt für die Straßen, immer PS starke Autos. Habe damals einen Audi Urquattro gehabt, den ich leider verkauft habe, weil er zu mir gesagt hat, willst du mal mit einem Rennauto fahren? Damals haben wir einen Turbolader da ausspüren. Habe ich gesagt, in den Japaner steige ich nicht ein. Und bin dann aber trotzdem gefahren und wie ich ausgestiegen bin von dem Auto, war das für mich klar, ich brauche einen Mazda 323 Turbo und mit dem Auto habe ich dann vor 16 Jahren zum Rennfahren in der Gruppe H Rallye hat es damals geheißen, da waren wir vier gleichwertige Autos, haben wir angefangen. Also das war schön, das schöne Zeit gewesen. Nein, das hat so geheißen bei uns in der Bergrallye, das war so die sogenannte Einsteigerklasse, weil mit den Großen haben wir mit unseren Autos nicht mitmengen, obwohl es Allrad und Turbo waren. Das hat damals Einsteigergruppe H Rallye hat das geheißen. Nicht? Und so bin ich zu dem Ganzen gekommen und so hat das bis heute nicht aufgehört. Und immer Fähre, das ist... Mein Name ist Stefan Wiedenhofer, ich bin geboren am 31.12.1978, also wir heuer 40, genau am Silvester. Wohnhaft bin ich in Weiz, in Dannhausen um genau zu sein. Und dort wo ich wohne, dort arbeite ich auch, das ist die Firma Herzog Motorsport. Also mein Schwiegervater hat schon jahrelang Motorsport gemacht, ich arbeite auch dort in der Firma, habe firmentechnisch viel mit Motorsport zu tun, sonst tue ich Auto verkaufen, also ich mache dort hauptsächlich den Ersatzteil- und Pkw-Verkauf. Die Werkstättenleitung habe ich dort drüber. Das ist mein Lebenslauf. Okay. Nein, da wird es mir nicht fahren. Also es gibt immer was zu tun, sagen wir mal so. Also was einmal ganz fix ist, ist einmal der Steirische Bergrallye Cup. Den werden wir heuer komplett fahren. Wir sind ja selbst Veranstalter von der Bergrallye Gasen. Und den werden wir mal komplett fahren, wir Veranstalter haben ja die Pflicht, und das werde ich sowieso machen, ob ich jetzt Veranstalter bin oder nicht. Ich komme vom Bergrallye-Sport, da bleibe ich auch. Also das ist einmal fix, also mal alle Bergrallye-Läufe, die neine, die wir heuer haben. Was fahren wir sonst noch? Wir haben geplant, den einen oder anderen ÖBM-Start, wie sie sich zeitlich ausgehen und finanziell. Also Rechberg ist ein sogenanntes Muss, nicht? In St. Agatha sind wir dabei, in St. Anton sind wir dabei, was mal die österreichischen Rennen sind. Wo sind wir noch? In Iljeska Bistrica wären wir gerne, in Baber wären wir gerne. Wir haben ein oder zwei von den kompletten Plan werden wir heuer nicht erfüllen können, aus zeitlichen und finanziellen Gründen, sage ich auch gleich dazu. Aber wir sind heuer wieder super dabei, haben wir schon gesehen, wir haben so noch kleine Probleme, keine Kinderkrankheiten, aber wir werden schon einen Griff bekommen. Was will ich unbedingt? Also ein großes Ziel von mir war einmal die Startnummer 1 im Bergrallye, das haben wir eigentlich erreicht. Bei den internationalen Bergen, so wie heute, im Kampf mit dem Felix Beidler oder Rupert Schweiger, wir haben kleine technische Probleme jetzt da am Auto. Ich bin nochmal im Notprogramm sozusagen ins Ziel gefahren, bin trotzdem noch eine super Zeit gefahren, bin schneller gewesen wie der Felix Beidler. Hätte sicher, muss ich sagen, aus dem Bauchgefühl raus mit dem Rupert einen harten Kampf gehabt.
Aber ich fühle mich einfach wohl im Auto und das ist eigentlich mein größtes Ziel, ist immer wieder die Startnummer 1 in der Bergrallye. Das ist mein, da komme ich her, da gehöre ich hin und das ist das Schönste für mich. Ne, Rückschläge, ich habe jetzt dieses Monat 2 schwere Rückschläge gehabt. Mein Vater ist verstorben mit 66 Jahren. 9 Tage drauf von meiner Lebenspartnerin, die Oma, die sehr viel Down hat für uns, wirklich viel Down hat. Man hat es auch gesehen, Ergebnis in Böllerberg, ich bin da einfach neben mir gestanden. Das sind einfach Sachen, die was mich treffen. Da bin ich einfach menschlich und das trifft mich eigentlich schon sehr hart. Und mit diesem Wochenende bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, dieses Ergebnis, was wir da jetzt einfahren, dieses Top-Ergebnis, das will ich meinem Vater und der Oma widmen. Und es ist eigentlich super aufgegangen. Bis jetzt eben das kleine Problem jetzt da ist, das was wir leider vor Ort nicht mehr beheben können. Aber es trifft dann schon schwer, so ein Rückschlag irgendwo. Also da bin ich schon sehr weich, sagen wir da einmal. Ja. Ich muss sagen, der Bergsport, der Bergrallye-Sport, der österreichische Bergmeisterschaftssport wird immer qualitativer. Also die Leute investieren, die Leute, es gibt keine sogenannten Fetzenflieger mehr, sagen wir mal so. Früher hast du halt irgend so Kraxen hergenommen, hast du einen Käfig eingemacht oder wie auch immer. Du bist da damals noch mit Mechaniker überall aufgefahren, das gibt es heute nicht mehr. Heute wird das alles noch mehr Hightech, man hat eigene Motoren-Tuner, die Motoren bauen mit Elektronik. Ganz, ganz extrem. Also was wir da alles verbaut haben in den Auto, das ist wirklich kein Kindergeburtstag mehr, sage ich. Also man schaut da wirklich, dass man qualitativ und den Standard haben wir auch schon. Also man braucht nur die Autos anschauen, wenn man da am Rechberg, wo wir heute sind, noch vorgeht und sich die Autos anschaut. Das wird qualitativ sehr hoch, ist das schon im Niveau. Und das taugt aber auch den Kunden, den Zuschauer. Ne? Der sieht da wirklich, das ist nicht mehr das... Der gute alte Bergrallye-Sport, sagen wir es mal so, das ist wirklich schon qualitativ sehr, sehr hoch. Und da sind wir eigentlich stolz drauf, dass wir das so hingebracht haben. Es ist auch finanziell natürlich ein riesen, riesen, wie sagt man, einfach, das ist einfach extrem geworden, was das Ganze heute kostet. Ne? Und da muss man wieder sagen, unsere Sponsoren, die wir alle haben, unsere Werbeträger, die sind da sehr gut hinter uns, also die unterstützen uns auch, weil sie auch sehen, die Burschen tun was, ne? Die Burschen tun was und wenn ich da jetzt da ein schönes Auto bauen kann durch seine Unterstützung, ne? Geht der auch dorthin und sagt, schau, der sponsert mich jetzt oder wie immer. Ne? Und so entwickelt sich das Ganze dann, dass wir eigentlich auf eine super Zuschauerkulisse kommen und das ist, muss ich sagen, also qualitativ sind wir auf einem sehr hohen Niveau. Ich sage danke für alles, danke. Danke.